Servus miteinander, da ist der Martin im Auftrag von OLED. Wie ihr vielleicht erraten könnt, ich bin wieder mal in einem Stollen in meiner Nähe. Ich möchte euch heute ein paar verschiedene Lampen im direkten Vergleich zeigen, wobei es mir jetzt weniger ankommt auf die genauen Messdaten oder sonstiges, sondern ich möchte euch die Möglichkeit geben, einen Eindruck zu bekommen, wie die Lichtverteilung dieser verschiedenen Lampen ausschaut. Achtet insbesondere dann auf diesen Tumor. Ich habe da jetzt einmal die Marauder 2, die ich unter anderem auch mitgebracht. Im Spot-Mode ist die Marauder 2 natürlich, dass das ganze Licht dort hinten, das Ende des Tunnels, dort wo man es sieht, sind knapp 125 Meter. Ich gehe nachher mit euch nach hinten und schritte das ab, was wo ist. Da vorne liegt so ein schräger Stock, da habe ich mir nicht gemerkt, wo das dürft ihr machen. Und vor dem schrägen Stock liegt ein weißes Papier, so ein Plastiksackerl eigentlich. Bei dieser Kreuzung sind es 45 Meter. Ich glaube, das ist eine gute Einsatzreichweite, ein Punkt, den ihr euch merken könnt. Und vergleicht also, ob das Licht konzentriert in der Mitte ist oder ob kein Licht hinten ist und das ganze Licht ist hervorragend, so wie bei der Marauder 2 im Flutlichtmodus. Also diesen Unterschied, das möchte ich euch zeigen. Die Lampen, die ich dazu mit habe, sind einerseits die Array-Serie. Die erste Array, dann die neue Array 2 und ihre Schwester die 2S. Ich habe mit die Peron, Peronin, Peron mit 18650, die Peron 1 quasi, und die Peron 2 mit 21700 Akku. Ich habe die Sika-Serie mitgebracht, Sika 2 und Sika 3, jeweils in der Non-Pro und in der Pro-Variante. Und die Marauder 2, weil da möchte ich das Spotlicht vergleichen mit der neuen Archer. Auch die hat eine ähnliche Technologie, aber die zeige ich euch nochmal im Speziellen. Also viel Spaß, natürlich abonniert den Kanal und wenn ihr wollt, die ganzen anderen Social Media Geschichten, folgen, liken, kommentieren, ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Oft gibt es was zu gewinnen, also immer aufpassen und dabei sein. Dann schauen wir uns die Distanz noch kurz an, das filme ich aber mit dem Handy. Also nicht böse, wenn da die Bildqualität ein bisschen schlechter ist. So, ich stehe da neben der Kamera. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23. 25, 26, 27 Meter haben wir bis ungefähr zu dieser ersten Kreuzung. 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 Meter bis zur zweiten Kreuzung. Da werden wir uns dieses weiße Sackerl hinlegen. Also bei 42 Meter liegt das Sackerl, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 1, 2, 3, 4, 75. Die nächste Kreuzung. Da, wo irgendjemand die Reifen hergelegt hat. 75, 76, 7, 78, 80, 81, 82, 83, 84 Meter diese Reifen. 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Meter. Da hinten ist der Ausgang. Und nach hinten machen wir es auch noch. 96, 97, 99, 100, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Wasser, 16, 17, 18, 19, 20, sagen wir mal 125 Meter bis zum Erdhaufen. Dort vorne das Licht, da steht die Kamera. Also, schnell zurück dorthin. So, eins habe ich noch, weil ich mir gerade gedacht habe.
Ich habe alle Kopflampen ohne Kappe auf dem Kopf, nur mit dem Stirnband, das dabei ist oder dafür vorgesehen ist. Außer bei der Piero Mini, die zwicke ich mal in die Halterung von einer normalen Piero rein. Ich werde alle Stirnlampen so einstellen, wie ich sie für mich tragen würde. Ich bin da oben ca. 1,75 Lampenhöhe, ich bin knappe 1,80 oder knapp drüber. Und ich stelle die Stirnlampen so ein, dass wenn ich normal gehe, ich den Bereich vor meinen Füßen sehe, ohne dass mich in irgendeinen Schacht reinschmeißt. Das ist immer ganz wichtig. Und dann können Sie beurteilen, die Lichtverteilung, was halt überbleibt, wie weit geht es noch nach vorne. Natürlich hat die eine oder andere Lampe sicherlich einen Vorteil, wenn man sie in 1 Meter Bodenhöhe, also wenn man sie in der Hand hält, horizontal leuchten lässt. Das macht bei einer Handlampe sicherlich gut Sinn, weil man da so über dem Bodenniveau das gut auch vergleichen kann. Bei der Stirnlampe sehe ich persönlich das ein bisschen anders. Vielleicht findet sie es gut. Lasst mich halt wissen und kommentiert das. Und ich werde alle Lampen natürlich nur in der höchsten Helligkeitsstufe gegeneinander vergleichen und jeweils den Shot. Ich blende dann die also die Lumenanzahl und den Namen der Lampe unten im Video ein. Dann könnt ihr das auch gut miteinander vergleichen und ich werde versuchen, auch wieder so Sprungmarken zu machen in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr auch von einer Lampe zur nächsten hin und her hüpfen und dort Screenshots machen oder was auch immer. Also dann, viel Spaß! Array 1 mit einer LED, höchste Helligkeitsstufe. So, selbes mit, wo ist der Knopf? Zwei LEDs, also Array 1, zwei LEDs, höchste Helligkeit. Ihr seht, ich schaue da so horizontal hin. Ich habe viele von meinen Füßen nicht. Und ich sehe trotzdem sehr gut aus. Das ist jetzt die Array 2, höchste Helligkeitsstufe. So, Array 2S, die einzelne LED, hohe Helligkeitsstufe. Gleichmäßiges Lichtbild. Coole Helligkeit drauf, zusätzliche Ding dazu. Das ist jetzt, schauen wir nochmal mit der manuellen Beleuchtung, 1, 2, 3, 1, 2, 3, höchste Helligkeitsstufe. RE 2S, beide weißen LEDs im Betrieb. Man sieht gleich den Spot, der da dazu kommt. In den roten Modus. So, Rotlicht, RE 2S, Rotlichtmodus. Da bitte beachten, die Kamera kann sich da gerne täuschen.
Chirum Mini. Mit 18650. Pierron 2. Das nächste Licht hat hier einen leichten Glow-in-the-Dark-Rahmen und wie ihr euch denken könnt, es ist das Swivel, das Werkzeuglicht. Ich stelle mich einmal daher, hier im Werkzeuglichtmodus, super schöne gleichmäßige breite Ausstrahlung. So, wenn man das einschaltet, kann man auch Helligkeitsstufen wählen, mittel, hoch oder niedrig. Oder halt was, und wenn es eingeschaltet ist und man hält länger, schaltet man das Spotlicht ein. Hohe Stufe, da kann man sich auch schon gut orientieren, schauen, wo man hinlaufen möchte. So, hohe Stufe, niedrige Stufe und aus. Als nächstes vergleichen wir die neue Archer mit dem Marauder 2. Die habe ich jetzt hier im Flutlichtmodus. Ich stehe neben der Kamera. Marauder 2, 1000 und einige Lumen, easy natürlich dort hinten die 125 Meter zu erreichen. Die Archer, im höchsten Modus auch, 1100 Lumen, die LED ist ja dasselbe, also 1000 Lumen angegeben, 1100 habe ich sogar gemessen in der Spitze, aber ihr seht, die Lichtverteilung ist breiter, also der Lichtkegel erreicht weiter vorher schon die Intensität. Und dann ist das Licht sehr gleichmäßig und man kann auch wirklich da hinten den Ausschnitt gut beleuchten. Nochmal im Vergleich. Jetzt im Marauder 2, sichergestellt, ist wirklich im Turbo. Ihr seht, die Helligkeit im Spot ist natürlich bei der Marauder 2 höher, aufgrund der größeren Bündelung durch die Linse. Die Archer hat aber das größere Lichtbild. Nächster Vergleich, Seeker 2 Non-Pro gegen Seeker 3 Non-Pro. So, mal hier das Licht hier aus. Als erstes Seeker 2 Non-Pro in Turbo. Seeker 3 Non-Pro in Turbo. Seeker 2. Seeker 3. Beide gleichzeitig. 2, 3, 2, 3. Und jetzt Seeker 2 Pro. Seeker 3 Pro. Achtet einmal ganz genau, wo das Licht, wie sich das Licht verteilt. Und zwar, achtet auf diese Kante. Ich halte die Lampe an die genau selbe Stelle und leuchte genauso nach hinten. Mit der 2 Pro
sieht man, ist das Zentrum vom Licht jetzt dort hinten. Also ich habe einen deutlichen Helligkeitsunterschied, so ein gebündelteres Licht. 3 Pro, habe ich viel mehr Licht da an der Kante. Seht ihr das? 2 Pro, hinten ist gleich viel Licht, auf der Seite ist mehr. 3 Pro. So, ein Wort zum Schluss. Danke fürs Zuschauen. Ihr findet natürlich wie immer in der Videobeschreibung meine Links. Bitte benutzt die, dann wissen auch die Hersteller, von wo die Kunden kommen. Danke schon einmal dafür. Ein Stück Equipment, auf das ich noch hinweisen möchte, ist der kleine O-Link. Mörderstarker Magnet. Und ist ganz eine tolle Sache, um ein bisschen diffuses Licht irgendwo hinzukriegen. Das kann man sich im Rucksack hängen oder eben wie ich hier, dass ich weiß, wo ich hinhatsch. Ganz eine tolle Sache. Also bis zum nächsten Mal und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Wünsche, schreibt es mir, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da und wir sehen uns. Pfiat euch!